Heute spielen wir 8 der kreativsten und besten Level aus ganz Mario Maker 2. Wir starten mit einem Zelda-Level, welches die Fähigkeiten vom Link-Item vorstellt. So, hier ist Link. Wunderbar. Okay, wir können auf jeden Fall Nahkampf. Wir können Bogen schießen. Können den auch noch lenken. Wunderbar. Oh mein Gott, man kann Schilde rausholen. Das ist krass, man kann einfach das Schild rausholen. Das wusste ich auch nicht. Nach oben und dann Y. Genau, okay. Moment. Oh mein Gott, okay. Okay, das ist ziemlich nice eigentlich. Anscheinend geht auch eine Attacke nach unten. Digga, es sind voll viele Fähigkeiten. Das wusste ich jetzt überhaupt nicht. Los, 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 los. Let's go. Ich weiß nicht, ob das richtig war, aber passt schon. Genau, nach unten, dann Y. Ja, let's go. Ey, das ist voll geil irgendwie. Dann in der Luft Y. Hä? Junge, das ist voll cool. Also, ich wusste nicht, dass Link das alles kann, ehrlich gesagt. Aber es ist richtig nice. Das ist schon richtig nice. Warte, lass mich raten. Hier ist ein Block, oder? Hier ist ein Block, komm schon. Geil. Oh, okay. Da kommt wohl ein bisschen was. Hier kommt anscheinend eine Schildpassage. Machen wir die erstmal. Okay, let's go. Sehr schön. Einfach durchrushen. Okay, jetzt können wir das doch noch so machen hier, damit die runterfallen, die Dinger. Wunderbar. Ey, ist voll geil. Voll geil einfach. Schneel 12 spielt zum ersten Mal Mario Maker 2. Ja, sorry, ich kenne hier nicht alles von. Was ist jetzt? Triforce? Triforce? So ein bisschen irgendwie. Das hat nicht so ganz funktioniert, ehrlich gesagt. Okay, dann kommen anscheinend noch Bomben und Bogen. Das ist nice. Wobei, Moment. Das ist doch ein bisschen sass hier. Das ist ultra sass. Das ist auch schön auf hier. Ah, Mann, okay. Kann ich generell hier alles aufmachen, gefühlt so. Okay, wir können hier theoretisch reingehen, ja. Er hat dran gedacht auf jeden Fall, dass sie. Okay, das ist witzig auf jeden Fall. Dann machen wir mit dem Bomben das Ding auf. Scheiße. Okay, erstmal hier reinstellen, würde ich sagen. Gut. Die bleiben auch an der Wand liegen, das ist ganz praktisch, dass sie nicht zurückkommen. Stimmt, das ist ja auch voll krass eigentlich. Yo, man kann einfach aus der Ferne triggern. Das ist schon echt cool. Das ist schon ehrlich cool auf jeden Fall. Sehr gut. Das macht viel zu viel Spaß wirklich. Weil, was ist jetzt? Nee, aber muss die einfach nur weggemacht werden? Warum ist da unten ein Fragezeichenblock? Was soll das? Was macht der da vorne? Wenn ich jetzt den Raum betrete, was ist auf den Schienen? Was geht da ab? Was geht auf diesen Schienen da unten ab? Da platzt irgendwas. Aber warum? Warum platzt da irgendwas? Ich bin ein bisschen verwirrt darüber, ehrlich gesagt. Wunderbar. Nice, habe ich den P-Switch aktivieren kann. Bro, what? Hä? Hätte ich gar nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. Das ist so fresh, wirklich, ne? Das ist immer so cool, dieses Level. So, wir schießen schon nach unten. Let's go. Ich entdecke hier einfach gerade Mario Maker. Junge, wie cool. Und da kann ich die On-Off-Switches damit aktivieren. Hä? Das ist voll krass, jetzt mal ehrlich. So, und jetzt gehen die endgültig alle kaputt. Ach, da war der Schlüssel drin. Okay, jetzt ist es Triforce und jetzt kommt auch der Schlüssel. Alles klar. Ja, bisschen seltsam irgendwie, aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert hat. Aber es ist cool gemacht auf jeden Fall. Ist echt cool gemacht. Ja, zweiter Checkpoint. Digga, es geht noch weiter. Es geht einfach noch weiter. Wie cool ist dieses Level bitte? Ganon! Oder so. So, und jetzt noch den hier machen. So, komm. Ah, scheiße, verdammt. Wait, ich kann das Feuer zerschießen. Was bringt's? Was bringt's? Ich will wissen, was es bringt. Verdammte Scheiße, Alter. Okay, let's go. Ah, man kann ja 2 verschiedene Arten töten. Okay, wow. So, so hat es auch funktioniert, dass man ihn damit tötet. Okay, nice one. Gab anscheinend 2 Arten. Ich hab's irgendwie auf die umständlichste Art überhaupt gemacht, aber egal. Was ein nices Level, Alter. Richtig gutes Showcase und sogar noch mit Bosskampf am Ende. Richtig nice. Richtig, richtig nice, wirklich. Weiter geht es mit einem Level, welches ich auch noch nie in dieser Art gesehen habe. Wir müssen ein One-Up einsammeln, aber das Level ist genauso gebaut, dass wir jedes One-Up knapp verpassen. Das ist super unterhaltsam, aber triggert auch unglaublich. Schaffe ich diesen sehr präzisen Sprung? Schade. So, wir gehen einfach rein. Wait. Ah, lol. Okay, ich gette, glaube ich. Ich gette, was hier die Sache ist. Anscheinend geht es nur darum, dass wir... Ja, ja, okay. Die Zielbedingung ist ja auch, dass wir ein One-Up kriegen müssen. Und überall sind quasi One-Ups oder wir verpassen sie mal ganz knapp. Oh, das ist ärgerlich. Okay, das... Das ist auch echt ganz geil eigentlich. Das ist echt eine ganz geile Idee. Das gefällt mir soweit. Ja, und jetzt komme ich natürlich zurück, ne? Hä? Okay, das ist echt geil. Das ist echt geil gemacht. Ich check mal, warum das funktioniert hat gerade. Ja, jetzt ist es wieder weg. Das ist sehr kreativ, muss ich sagen. Und ich weiß, warum das gerade funktioniert hat. Weil der Kugelwilli ist, glaube ich, immer an dieser Stelle. So, bei diesen Blöcken. Aber der ist quasi nicht gespawnt, weil die Blöcke da standardmäßig sind. Dann habe ich den P-Switch ausgelöst und dann war er kurz frei. Dann habe ich aber wiederum den Screen verlassen und dann ist er in dem Moment neu geladen. Junge, okay, das ist echt funny. Das ist echt funny eigentlich. Ja, okay, ist ein Bait. Natürlich filmen wir nach links oder so. Oder wie? Ja, okay, wir gehen ganz dran vorbei, war klar. Digga, ist das assi. Ja, ist unsichtbarer Block oder so. Oder das ist so ganz bisschen frustrierend vielleicht, ne? Digga, wie gut. Ja, das ist wahrscheinlich unsichtbarer Block, ne? Safe, war ja klar. Digga, es ist so dreckig. Das ist voll geil. Ich liebe dieses Level, Junge. Nee. Ja, aber jetzt sagen wir klar, ne? Ich will extra erstmal warten, aber... Ja, wäre ja mich gesoftlockt. Also selbst wenn ich da hochkommen würde, wäre ich gesoftlockt. Also war klar, ne? Was steht da? Nein. Digga, oh mein Gott, ist das fies, Alter. Ich versuche ihn zu outsmarten, aber es wird nicht funktionieren. Ja, natürlich funktioniert das nicht, Alter. Ja, wenn es nicht so die... Digga, halt einfach dein Maul, wirklich. Halt einfach dein Maul, das ist so eklig, dieses Level. So. Bum-Bum tötet sich einfach selbst stark. Ich will nicht mehr. Das muss jetzt mal gehen, oder? Also ich glaube fast, hier kann ich ihn outsmarten. Vielleicht ist es frech. Wahrscheinlich ist es frech, ja. Aber ich denke, ich kann ihn hier outsmarten. Als ob es gar keine Option gibt, an diesem Bulli vorbeizukommen. Nein.
So nah und doch so fern. Digga, soll das wirklich? Ja, ich hab schon gemerkt. Ja, ich check doch schon. Ich check doch schon. Ist ja okay. Okay, willst du das ernst? Krieg ich jetzt das One-Up? Wahrscheinlich kommt es auch so vollkommen plötzlich, dass man es so gar nicht erwartet irgendwie. Digga, das kann er mich jetzt wegnehmen, oder? Das. Nein, nein. Wir haben's! Okay, wir haben's. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt echt ein bisschen krass gewesen, wenn er mich da weggenommen hätte. Was steht hier? No, weil ich das One-Up gekriegt habe. Ist das nice? Digga, was ein geiles Level. Ich dachte, was soll ich denn jetzt machen? WTF? Junge, das Level ist King-Shit. Das ist richtig gut gewesen. Ey, ich feiere das übertrieben. Und jetzt ein Level im Indiana Jones-Stil. Geborenen sind eine Pyramide und müssen allen Fallen ausweichen, um den Diamanten zu erreichen. Mario Jones and the Lost Diamond. Was ist das? Was sehen wir hier vor uns? Kein Secret hier? Kein Secret nirgendwo? Nein? Gar keins. Gar keine mehr. Digga, yes, ist das wie so ein Bohrer? Das ist irgendwie so ein Bohrer anscheinend, ne? Das ist ehrlich ziemlich cool eigentlich. Dann haben wir den Checkpoint. Wir sind wohl in der Pyramide drin und schaffen uns den Weg durch, ja? Und also selbst der Weg nach innen ist nicht mal so low. Also auch das ist ziemlich interessant und gut gemacht, muss ich sagen. Ist ja verdient unter den Top 12 Leveln aller Zeiten scheinbar, ne? Oh, wow. Okay, okay. Gar nicht mal so easy. Gar nicht mal so easy. Das können wir rüberrücken davon. Wollte ich gerade sagen, die Mechanik kenne ich tatsächlich. So, wunderbar. Hä, voll cool. Aber wir bauen uns wahrscheinlich noch weiter rein, ne? Das war wieder dieser riesige Bohrer, mit dem wir noch weiter in die Pyramide reingehen. Interessant, sehr interessant. Also, Sicherheitshelm auf sogar, okay? Ich denke mal, wir sind gleich im Zentrum angelangt, weil da muss ja auch noch die Flucht folgen. Gehe ich davon aus, oder? Dass es so laufen wird? Na, ah! Verdammt. Okay. Ja, rest in peace, weil jetzt wird's ernst, ne? Jetzt wird's ernst anscheinend, okay. Ja, genau, jetzt fällt die Pyramide, oder? Das ist irgendwie in der Art halt, ne? Gab's in Mario Wonder? Gab's in Mario Wonder auch? Nein, ne? Aber man konnte in die Pyramide irgendwie reingehen. Ja, schon geil, das ist schon geil auf jeden Fall. Es gibt bestimmt auch irgendwelche Spots, wo man sich ausruhen kann tatsächlich, weil sowas wird irgendwie selten bedacht. Wir haben den Diamant gefunden. Aber kriegt man eigentlich erst den Diamanten und dann fängt die Flucht an? Auf jeden Fall haben wir den Diamanten gefunden. Das ist doch schön. Ja, nett. Nett, definitiv. Da steht Exit und gleich steht da. Thanks. Das ist kreativ. Sehr kreativ. Das kriegt definitiv ein Like. Zur Abwechslung mal ein kurzer Speedrun, in dem wir immer etwas schneller als der Twomp sein müssen. Das ist ein Wettrennen, ja? Okay, also Twomps sind schneller als ich, ja? Ich sehe schon. Twomps sind schneller als ich. Wobei, nee, sind gleich schnell wie ich, ne? Weil ich beschleunige am Anfang schneller. Gab es nicht auch dieses eine Level von Bowser? Also von Nintendo offiziell, was auch in so eine Richtung gegangen ist? Das war auch ziemlich geil, oder? War das Mario Maker 1? Das war, glaube ich, Mario Maker 1, oder? Ja, das ist cool. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, gar nicht mehr so easy. Na, oh! Okay, okay, alter WTF. Ja, das ist auch heftig, die Stelle hier. Die ist halt honestly nicht einfach. Ja, außer man weiß natürlich, was abgeht. Dann geht's fit. Digga. Boah, knapp. Knappe Kiste auf jeden Fall. Ja, komm. Zack, 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 zack. Ja. Wunderschön. Okay, nice. Das war cool. Und jetzt ein kleiner Sprung zurück in die Kindheit. Das folgende Level baut alle Sportarten aus Wii Sports nach. Tennis. Hatten wir das nicht auch schon mal in der Art? Ja. Also ich meine jetzt nicht Tennis konkret, sondern, naja, ihr wisst schon. Kennt ihr eigentlich schon Tennis im Mario Maker? Vor allem, er gibt ja so schnell auf, Digga, wie lächerlich. So, win. Yay. Baseball. Oh, okay, okay, das könnte funny werden. Das könnte funny werden. Wird aber ähnlich gespielt tatsächlich. Ich töte einfach mit dem Baseball, Digga. Spannend. Aber ganz cool mit dem Scoreboard oben, ne? Das ist eigentlich schon ganz nice. Und generell das Publikum an der Seite. Ja, das geht fit auf jeden Fall. So, jetzt haben wir Safe. Okay, ja. Einmal ein Checkpoint. Entspannt. Bowling. Oh, okay. Das könnte funny werden. Wobei das eben hat auch ein bisschen wie Bowling gewirkt, ehrlich gesagt. Okay, das ist mehr wie Bowling. Oh, okay, okay. Let's go. Schön Strike, Alter. Schöner Strike beim dritten Versuch. Dann ist es kein Strike. Ja, okay, es ist trotzdem ein Strike anscheinend. Laut der Meldung oben ist es ein Strike. Akzeptiere ich. Golf. Bowling Version 2 oder was soll das hier? Okay, aber ich habe einen Luck gehabt. Ich war anscheinend ein bisschen lucky. Eieiei, alles cool. Gut, auch mal lucky gewesen. Das ist eine Skill-Sache, ganz klare Sache. Okay. Krass, dass diese Schneebälle das alles aushalten, ne? Ich dachte, die zerplatzen viel früher, wenn die auf den Trampolin kommen oder sowas, aber anscheinend überleben die das alles. Boxing. Oh, what? Das ist die ernste Gamer-Haltung eingenommen, ja? Das nach vorne beugen. Okay, wir müssen einfach kämpfen. Ja, gut. Das ist eher Kickboxen, könnte man sagen, ne? Gut. War schon mal spannend, auf jeden Fall. Kommt noch was? Nee, das war's, okay. Ja, okay, also das Boxing hätte man vielleicht auch etwas kreativer machen können, aber ist in Ordnung, es geht fit. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingslevel dieses Videos. Denn in den folgenden drei Leveln spielen wir statt Mario einen Panzer, einen Pilz oder einen Cooper. Was das genau bedeutet und wie das funktionieren soll, bleibt einfach dran und seht selbst. What? What? Wie cool ist das denn? Digga, was? Wie nice ist das denn bitte? Hä, das ist ja mal übertrieben geil. Okay, funktioniert anscheinend. Jetzt müssen wir den nur noch töten. Jedes Mal, wenn ich springe, also an die, die es nicht checken, ich springe gerade die ganze Zeit. Digga, wie klug ist das denn gebaut? Wie klug ist das gebaut, bitte? Digga, das ist so unglaublich cool, ne? Ich pack das gerade gar nicht. Junge, wie krass ist das? Natürlich kann ich nicht von den Dudes nochmal abspringen. Das geht natürlich nicht, ne?
Okay, sehr schön, hat einmal gereicht. Ey, das macht so viel Fun, ne? Das macht so dumm viel Spaß. Ist das geil? Ist das geil? Okay, wir spielen anscheinend, lol. Let's go. Ein Treffer reicht aber noch nicht wahrscheinlich, ne? Ist das wild. Zack, let's go. Nein, nein, stopp. Okay, passt schon. Ist das fresh? Voll geil. Voll geil einfach. WTF. Digga, ist das ein krasses Level gewesen. Wow, wirklich. Also richtig krass. Playable Mushroom. No, es gibt mehr davon? Es gibt mehr davon, aber ich hoffe dann, das ist alles auf dem gleichen Niveau. Oder nicht jetzt zu eintönig, ne? Wieso funktioniert das? Wieso funktioniert das? Kann mir bitte jemand erklären? Das ist zu funny, ne? Wir bleiben sogar der gleiche Pilz. Ich glaube, ich habe eine neue Lieblingskategorie von Leveln gefunden, einfach. Digga, was ist das? Das ist ja mal so geil. So, zack. Und zack. Was auch immer ich gerade getan habe, keine Ahnung. Gilt sogar die Wippe. Digga, die Wippe gilt sogar hierfür. Das ist ja mal so strong. Oh. Also, diese Nachtmechanik ist ja mal so schlau, ne? Und einfach niemand redet darüber. Niemand redet darüber, dass es die gibt, so. Und Nintendo gibt einfach eigentlich so viele Optionen damit, ne? Man hat so viele Möglichkeiten hiermit und irgendwie nutzt das niemand. Was eine Schande. Verdammt. Okay, komm. Und hier. Oh. Ja, wie kann man sich so anstellen, ne? Spring. Let's go, ich hab's geschafft, ne? Ich müsste es geschafft haben. Push. Ah, ich muss in die Tür reingehen. Okay, da gibt's Sinn. Strong. Ich fand's ehrlich gesagt nicht so geil wie das erste. Oder wie das vorherige. Aber das ist auch 2 Jahre älter, soweit ich weiß. Also, trotzdem, macht mega viel Spaß. Und ist super kreativ. Zu nice. Zu nice einfach. Dann, Lifetime of Koopa. 250.000 Likes. Wobei, das eben hat er sogar noch mehr. Jetzt kommt der Qualitätsschritt. Gegen Ende kommt dann doch der Qualitätsschritt rein, auf jeden Fall. Das gleiche nochmal, okay. Ah, nee, okay, nicht so ganz, nicht so ganz. Wir steuern quasi, was mit Koopa abgeht, ja? Und ganz ehrlich, das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, dass es sich gerade ein bisschen wiederholt, wenn man es so will. Wait. Also, das ergibt natürlich keinen Sinn, was hier gerade passiert ist, ja? Aber es ist halt saugut gemacht, dass quasi der Koopa einen Pilz gefressen hat. Zack, zack. Wunderbar. Könnte den Koopa auch theoretisch dadurch töten, oder? Nee, kann ich nicht. Hab natürlich dran gedacht, klar. Klare Sache, Alter. Alter, so ein Level zu bauen, unglaublich viel Arbeit, ne? Was ist hier denn jetzt, bitte? An Roter wahrscheinlich, ne? Okay, smart. Ja, ergibt doch Sinn, ergibt doch Sinn. Anscheinend, wenn Koopa eine Feuerblume frisst, dann wird er anscheinend ein roter Koopa. Check ich. Oh, what? Bruder! Okay, das war painful. Ich wollte ihn nicht töten, Alter. Lass mich raten, er kommt jetzt irgendwie als Geist zurück, oder? Wahrscheinlich kommt er jetzt als Geist zurück. Was? Okay, nicht als Geist, aber als Knochentrocken, logischerweise. Wie funktioniert das überhaupt? Ich weiß gar nicht, was hier gerade abgeht. Na, ist egal, komm, einfach genießen. Boah, Bruder. So dark einfach. Junge, das ist so nice einfach. Kann ich irgendwas steuern gerade? Nee, ich glaube nicht, ne? Ah, kriegt das wieder ein Leben? Er lebt wieder. Oh, Bruder, das ist so kreativ. Das ist so kreativ einfach. Selbst die Fahnenstange. Ist das nice, Digga. Ist das nice. Das war wahrscheinlich wirklich das Beste, weil auch noch ein bisschen so Storytelling mit drin war. Junge, so verdient hier oben. Das waren 8 der beliebtesten Level aus Super Mario Maker 2. Und wenn ihr noch mehr Level aus der weltweiten Top-Rangliste sehen wollt, schaut euch eins dieser 3 Videos an und abonniert den Kanal, um zukünftig keine Mario Maker-Videos zu verpassen.